So, ihr Lieben, wir machen jetzt ein Auswandervideo. Wir suchen hier unser Kätzchen, die Susi. Die ist nämlich seit 2 Tagen nicht zu Hause. Warte mal, wenn die kommt, dann kriegt die eine Woche Stubenrest. Das ist mal klar. Und Fernsehverbot. Alles kriegt die. So, und wir gehen hier gerade durch den Wald. Das ist nach uns nach Hause. So, hier in dem Wasser schwimmen kleine Fische rum. Die zeige ich euch gleich mal. Und wir wollten euch mal die schöne Umgebung zeigen. Wir wollten euch mal zeigen, alles hier Natur pur. So wie man sich das eigentlich auch wünscht. Wenn ich mir anschaue, was in Deutschland los ist, dann kann ich nur sagen, liebe Leute, worauf wartet ihr noch? Warum wartet ihr noch? Also, das ist ja auch alles nicht mehr normal. Und kommt mir bitte nicht immer, ja, wir haben kein Geld und ja, wir haben nichts, was wir verkaufen können. Und wovon sollen wir leben und so weiter. Es gibt immer Möglichkeiten. Und ich habe euch das in einem Video mal erklärt. Ihr könnt hier ab 5.000 Euro könnt ihr Häuschen und Grundstück kaufen. Und ja klar, da müssen wir natürlich renovieren, ist ja klar. Und am Grundstück könnt ihr dann selber anbauen. Aber es ist möglich. Hier ist auch vieles billiger wie in Deutschland. Nicht alles, aber vieles. Und wenn ich mir jetzt angucke, was euch im Januar erwartet, ne, mit Benzin 2 Euro der Liter, ja, dann wisst ihr ja, wie lange ihr noch Auto fahrt. Ne? Weil das so ist, die Lebensmittelpreise immer mehr steigen. Ich verstehe sowieso nicht. Normalerweise, wenn die deutschen Politiker etwas fürs Volk tun würden, dann würden die sagen, pass mal auf, jeder kriegt ein Gartengrundstück und kann sich seine Lebensmittel selber anbauen. Ja, so wie das früher der Fall war. Gibt's aber nicht. Im Gegenteil, da werden den Gärtnern und Schrebergärten werden noch ohne Ende Steine im Weg gelegt. So sieht das nämlich mal aus. So, und weil das so ist, werden einige Leute bald dabei sein, die nicht mehr ihre Lebensmittel bezahlen können. Die sich nicht mehr vernünftig ernähren können. Guckt euch doch die Statistik mit den Kindern an und so, die noch nicht mal ein warmes Mittagessen kriegen. Und selbst die ist verschönert. Selbst die ist verschönert. So, damit die Leute ja nicht in Panik geraten. So, und hier unten sind Fische drin. Mal gucken, ob ich euch die jetzt zeigen kann. Gerade eben haben wir die nämlich noch gesehen. So, und guck mal, die eine alte Dame, die hat ihr letztes kaputtes Paar Schuhe und schämt sich, weil sie jetzt von ihren Kindern Schuhe annehmen muss. Kommt sich vor wie ein Bettler, sagt sie. Ey Leute, wie weit ist Deutschland gesunken? Wie weit? Und allein schon durch Brüssel. So, und es wird immer schlimmer, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr. Darum ist es jetzt auch wichtig, in Bayern die richtige Partei zu wählen. Und wenn ihr da bleibt und alle anderen, ah, da sind wieder Fische, guck mal, da siehst du die Schatten. Da siehst du die Schatten, wie die hin und her schwimmen. So, siehst du? Da. So, also gutes Wasser hier. So, und die abhauen wollen, macht es schnell. Ab 1. Januar gibt es das EU-Finanzamt. Dann habt ihr verloren. Dann geht gar nichts mehr. Haut lieber ab, kommt in der Natur. Wohin auch immer, ihr könnt euch das ja selber aussuchen. Aber macht was. Macht was, dann könnt ihr wenigstens euren Kindern noch in die Augen gucken und steht zu dem, was ihr macht. Vor allen Dingen erklärt euren Kindern nicht immer, dass die geradlinig sind, ehrlich sind und so weiter und so fort. Und viele Erwachsene sind selber nicht zu ihren eigenen Kindern. Guck mal, das ist genau wie die Chemtrails oder Chemtrails, wie die Scheiße da oben heißt, was sie immer jeden Tag versprühen. Da hat jetzt diese eine Ärztin, ist jetzt hingegangen und hat das untersuchen lassen. Sie hat Regenwasser gesammelt und hat das untersuchen lassen. Ich guck mal gleich, ob ich das Video finde, dann mache ich euch das hier drunter. Leute, wir werden von allen Seiten im Arsch gemacht. Von allen Seiten. Von oben, von unten. Die Glyphosat-Scheiße ist schon wieder um 10 Jahre verlängert. So, das heißt also, das, was ihr anbaut, oder beziehungsweise das, was in Deutschland oder Österreich oder so angebaut wird, und sowieso alles mit Pestiziden und alles verseucht ist, das futtert ihr. Und ihr wundert euch alle, dass ihr Krebs kriegt und so eine Scheiße? Ihr wundert euch, oder Alzheimer, oder wie heißt hier dieses? Parkinson. Parkinson. So. Ja, liebe Leute, da braucht ihr euch doch gar nicht mehr zu wundern. Da braucht ihr euch doch nicht mehr zu wundern.
So, wenn ich das sehe, jetzt auch hier mit diesem Plastikscheiß wieder, da war auch was mit der Erze, das mache ich euch auch mal hier drunter. Was da alles drin ist und die Leute haben alle Tupperware oder wie hier heißt diese Plastikscheiße, gibt ja noch etliche andere. So, und packen da ihre Brote rein für auf der Baustelle und fressen jeden Tag ihr Gift zusätzlich zu dem, was schon im Weizen und so weiter drin ist. Ja, liebe Leute, dann weiß ich nicht, also da fehlen mir echt im wahrsten Sinne des Wortes die Worte, weil bekloppt, da geht's ja gar nicht. Ey, ihr müsst mal überlegen, wie die Menschheit sich kaputt machen lässt, bewusst kaputt machen lässt. So, und die wissen das, auch die ganze Scheiße, die aus China kommt, die von Italien und Spanien, Tomaten und so weiter, die nach China hochgehen, die dann da nochmal besprüht werden, dann runterkommen nach Berlin und da in Dosen und so weiter verpackt wird und die Leute zu futtern kriegen. Und ihr wisst ja, in China und so weiter, da gibt es, guck mal hier, die ganzen Fische, guck mal hier. Hoffentlich seht ihr die ganzen Schatten, die daher schwimmen. Guck mal, siehst du? Ja. Ganz viele. Ja, viel. So. Und ihr wisst ja, in China gibt es ja das nicht mit Chemiegesetze und so weiter. Ne? Die knallen da einfach rein, was geht, fertig aus. So, und dann geht es weiter mit dieser Alukacke. Viele Leute packen immer alles in Alupapier. So, und anstatt in Glasbehälter. Es war schon zu Uromas Zeiten, war es immer am besten, alles in Glas zu packen. So, da kommt das Gummi drumherum, da wird das eingemacht oder sonst was und fertig. Das muss ich hier jetzt einfach mal sagen, auch wenn das jetzt nicht so richtig hier hingehörte. Aber es geht nicht mehr in meinen Kopf rein, wie ihr euch alle tagtäglich so vergiften lasst. Und keiner macht was dagegen oder kaum jemand spricht darüber. Klar, es gibt einige Videos und so darüber und einige Leute, die auch hingegangen sind und sich damit intensiver beschäftigen. Ich kann auch gar nicht verstehen, diese Piloten, die Scheiße da oben versprühen, die haben da auch Familie und Kinder. Was sind das denn für gewissenlose Bastarde? Was ist das denn für ein Menschenmüll? Hä? Da sitzt er da, damit er sein scheiß Drecksgeld verdient, versprüht hat. So, versprüht nur Nanopartikel, Alu und Arsen-Scheiße und hast du nicht gesehen. Und hat selber Familie, hat selber Mutter und Vater. Was müssen das denn für Menschen sein? Da seht ihr doch schon, wie skrupellos die Menschen überhaupt sind. Oder andersrum, wie vielleicht geldgierig die Menschen sind. Also Leute, wir, meine Frau und ich, die gerade hier rechts neben mir läuft. Machst du mir eine Kippe an, Schatz? Wir gehen hin, wir sind ja weg, wisst ihr ja, aus Deutschland. Und wir haben auf dieses System keinen Bock mehr. Und es wird richtig schlimm. Richtig, richtig, richtig schlimm. So, und das sage ich euch nicht, weil ich euch Angst machen möchte oder so. Das sage ich euch, weil es die Wahrheit ist. Danke, Schatz. So. Und, ey, pass mal auf. Habe ich euch schon mal gesagt im Video. Keiner hat uns gefragt, wann wir auf die Welt kommen wollen. Keiner hat uns gefragt, welche Eltern wir haben wollen. Keiner hat uns gefragt, wann wir sterben wollen. Keiner. So, was heißt das? Das heißt, du kommst irgendwann auf die Welt, weil zwei dich lieb gehabt haben. Oder auch nicht, je nachdem. So, und dann musst du das Beste aus deinem Leben machen. So, dann kriegst du beigebracht, was weiß ich, vernünftig Schule, Hauptschule zumindest, Berufsausbildung, arbeiten gehen und so weiter und so fort. So, und dann sparen, sparen, sparen. Geht ja in der heutigen Zeit sowieso gar nicht mehr. Da gibt es nichts mehr zu sparen. Und sich dann irgendwie was aufbauen, Familie, Haus bauen oder. So, jeder kriegt ja ein anderes Paket von zu Hause mit oder ein ähnliches Paket. So, und was wollen die Menschen dann? Die Menschen wollen vernünftig in Ruhe und in Frieden leben. Die Menschen möchten dafür, dass sie arbeiten gehen, sich auch hier und da etwas leisten können. Und die Menschen möchten ihre Ruhe haben, im Gleichgewicht leben, in Harmonie. So, und haben da gar keinen Bock auf Stress, Streit oder sonst was. Oder auf Konflikte jeglicher Art oder sogar noch auf Gewalttaten, die denen eventuell angetan werden kann oder. So, und ich finde, das ist meine persönliche Meinung, ich finde, da haben die doch auch ein Recht zu. Die gehen arbeiten,
machen sich gerade, kriegen dann das eine oder andere, vielleicht wenn sie Glück haben, noch auf der Seite. Heute nicht mehr. Heute kannst du das vergessen. Auf jeden Fall in Deutschland oder Österreich. So, und wenn sie dann Feierabend haben, Entschuldigung, dann wollen sie ihr Feierabend genießen mit der Familie oder mal grillen oder im Schwimmbad oder wie auch immer. Kann sich da heutzutage kaum noch einer leisten. So, im Gegenteil. Wenn du dann Feierabend hast, fährst du nach Hause, ziehst dich um, gehst in Duschen, isst eben, was die Frau Leckeres gekocht hat und dann kannst du zu deinem Zweitjob fahren oder zu deinem Drittjob. So sieht das aus und nicht anders. Und da frage ich mich, wer aus der Politik hat das Recht dazu, die Menschen so zu versklaven? Wer hat das Recht? Keiner. Im Gegenteil. Wenn ihr euch mal anguckt, was da alles so sitzt, die gar keine Berechtigung dazu haben und die so viel Geld kriegen, wie ihr noch niemals in 10 Jahren verdienen könnt, dann packe ich mich da eine Birne. Und deswegen sage ich euch, guckt euch die schöne Natur an. So, ne, wunderbar, wunderbar. Guckt euch die schöne Natur an, entscheidet euch mal endlich, entscheidet euch richtig und genießt noch die paar Jahre, die ihr noch habt. Guck mal, Andrea ist ja 58, ich bin 56. So, wir wissen nicht, wie lange wir noch haben. Keine Ahnung. So, kann morgen vorbei sein, kann heute vorbei sein. Keine Ahnung, wissen wir nicht. Aber eins wissen wir. Wir wollen in der Natur leben, auch zu Omas Zeiten. Heißt also mit einem Holzkohleofen. Und ja, dann ist halt eben mal hier und da ein bisschen Delta im Winter. Dann ist halt eben so. Gehört alles dazu. Wir haben uns für das Leben entschieden und wussten das vorher, dass so was auf uns zukommt, können damit aber auch gut leben und umgehen. Und wenn ich mir so angucke, was die Andrea jeden Tag so auf dem Tisch zaubert, hey Leute, wisst ihr was? Besser kann es doch gar nicht sein. Besser kann es doch gar nicht sein. Ja, jeder muss irgendwo ein bisschen was tun und jeder muss irgendwo ein bisschen Geld noch machen. Auch, da hatte mich so ein Paar angeschrieben, 60 Jahre alt, könnten das nicht finanzieren und so weiter und so fort. Guck mal, wir haben euch ja gesagt, wir haben ein großes Grundstück hier und wir haben euch auch gesagt, ihr könnt da auch einen Teil von pachten, gar keine Frage. So, wenn ihr da beispielsweise, was weiß ich, 500 Quadratmeter pachtet, so, dann wollen wir zwischen 150 und 180 Euro dafür haben. Strom verlegen wir euch nach oben auf eure Kosten, nicht auf unsere Kosten. Wasseranschluss ist oben auch noch eine Quelle. So, und wir haben auch 2 Brunnen. Und selbst da können wir auch eine Pumpe reinknallen, einen Schlauch nach oben legen und fertig. Dann seid ihr richtig, richtig schön in der Natur. Und dann könnt ihr euch da einen Wohnwagen hinstellen oder ein Chalet. Und könnt da, wenn euch das reicht von der Größe her, könnt da einen Anbau dran machen meinetwegen. So, und dann könnt ihr den Rest eures Lebens da leben. So, und dann muss man gucken. Vielleicht kann man was zusammen machen, vielleicht auch nicht. Sympathie, Antipathie spielt ja auch immer eine große Rolle. Und oder einige von euch verdienen vielleicht im Internet Geld oder kriegen hier unten auch einen Job. Ich kenne hier einige Deutsche, die haben hier unten alle Jobs. So, also Arbeit gibt es hier genug, davon ab. Nur eben nicht so gut bezahlt wie in Deutschland, ne? Aber das geht halt. So. Kannst ja hier auch Taxi fahren oder sonst was. So, und bei DHL hier kannst du auch arbeiten. So, und all das sollte euch zumindest zum Überlegen anregen. Und ihr solltet zumindest mal drüber nachdenken, wie wäre sowas umsetzbar für euch. Und irgendwie, guck mal, im Laufe des Lebens in Deutschland, Mann, wissen wir das selber, dann hast du auch irgendwie was an der Seite gepackt oder angeschafft, was du verkaufen kannst, was du eh nicht mitnehmen kannst. So, dann machst du das so. Fertig. So, Auto würde ich immer mitnehmen und Werkzeug und so weiter von Deutschland würde ich auf jeden Fall auch immer mitnehmen. Haben wir ja auch gemacht. Weil das Werkzeug, was du hier kriegst, da kriegst du irgendwie so eine China-Scheiße. Hat zwar auch dieselben Namen dann wie in Deutschland, aber ist dann irgend so eine China-Scheiße, weißt du? So, und deswegen macht euch da mal echt Gedanken drüber. Und ihr könnt euch ja bei uns melden, wir können auch über E-Mail uns austauschen. Ich gebe euch auch gerne unsere E-Mail-Adresse. Mittlerweile haben sich auch einige Deutsche hier bei uns gemeldet, die auch hier leben, die wir gar nicht kannten, wo wir gar nicht wussten, dass die da sind und auch gar nicht weit von uns. Und
Die haben auch alles richtig gemacht. Die haben auch alles richtig gemacht, ganz klar im Fall. So, und macht einfach die Augen auf, Leute. Guckt einfach. Ich will euch hier gar nicht in irgendeine Richtung schieben oder sonst was. Macht einfach die Augen auf, guckt, was passiert und guckt, was gegen euch vor allem passiert. Wenn ich ehrlich bin, es passiert nichts für euch, nur alles gegen euch. Es gibt nichts in Deutschland oder Österreich, was für euch gemacht wird von politischer Seite her. Es wird alles nur gegen euch gemacht. Die ziehen ihre Agenda durch. Ob ihr dabei drauf geht oder nicht, ist denen scheißegal. Ist denen scheißegal, Leute. So, und deswegen dürfte es eigentlich keinen von euch schwer fallen, zu sagen, tschüss Deutschland. Oder, Andrea? Nee. Oder? Nee, ist keinem. Ist doch so. Ist doch so, Engelchen. Keinem. So, ne? Guck mal, was gestern mit Tino Grupala passiert ist. Und alles Weidel. So. Ist doch nur, um die Leute zu verunsichern. Ist doch nur, um die Leute durcheinander zu bringen oder aufzuhetzen oder. Und deswegen, und es wird noch schlimmer. Und glaub mir, die Miss Boke in Berlin hat Angst. Die hat Angst, dass sie das Zepter aus der Hand geben muss und dass dann endlich fürs deutsche Volk gearbeitet wird. So, es wurde ja noch nie, egal ob Kohl, Merkel, Schröder oder sonst was, es wurde noch nie zum Vorteil der Deutschen irgendwas gemacht. Noch nie. Von wegen damals Norbert Blüm, die Renten sind sicher. Leute, wie viel Rentner sammeln Flaschen, holen Essenswagen irgendwo aus dem Müll raus oder sonst was? So, von wegen die Renten sind sicher. Damit könnt ihr euch mal schön den Popo abputzen. Und nichts anderes. Nichts anderes. So, selbst mein Vater ist ja Beamter, selbst mein Vater hat immer gesagt, das, was Norbert Blüm sagt, das stimmt, die Renten sind sicher. Jo. Und jetzt siehst du, Rententöpfchen ist nämlich leer. Weil die Renten nämlich auch wieder überall anders hingegangen sind. Und der eine Politiker hat ja jetzt mal gesagt, in Deutschland, bis 2027 ist das restliche Geld platt. Ja, dann fragt euch mal, wo das ganze Geld geblieben ist, was Oma und Opa schon eingezahlt hat, Mutter und Vater, was wir eingezahlt haben. Dann fragt euch mal. So. Deutschland hätte ein ganz gutes, wohlhabendes Land sein können. Keiner hätte in Armut leben müssen. Kein Kind hätte in Armut groß werden müssen. Jeder hätte vernünftig Rente bekommen. Wenn nicht so unfähige Leute in Berlin sitzen würden. Wenn vernünftige Leute in Berlin sitzen würden, die vernünftig studiert haben, die einen Doktortitel haben oder einen Professorentitel oder. Dann hättest du vernünftige Leute da sitzen. Guck dir an, was du da sitzen hast. Studienabbrecher, Leute aus dem Callcenter und Leute, die ihr Studium angeklagt haben und abgebrochen haben. Und guckt ihr an, wie viel bei den Grünen sitzen. Die Grünen wollen für euch die grüne Umwelt. Jo, die wollen für euch. Komisch. Aber wenn ihr jetzt mal zur Ukraine rüber guckt und nach Russland, warum unterbinden die Grünen das nicht? Warum gehen die Grünen nicht hin und sagen, pass auf, jeder Mensch, der dort stirbt, egal ob Kind, Frau, Mann, Oma, Opa, jeder, der dort stirbt, ist ein Mensch zu viel. Nee, weil die ihr Ding durchziehen. Weil die ihr Ding durchziehen, weil die sagen, hör mal, pass mal auf, es gibt sowieso zu viele Menschen auf der Welt, davon müssen viele weg. Und da geht denen alles gar nicht weit genug. Ihr müsst doch bloß die Augen aufmachen, das geht denen gar nicht weit genug. Und ich sage euch mal was, wir wissen auch nicht, wann wir den Löffel abgeben. Aber, dann haben wir wenigstens noch ein bisschen gelebt. So einfach ist das. So, und hier in der Natur, da kommt so schnell sowieso nichts. Wenn dann was kommt irgendwann mal, ja gut, dann wird es auch hier kommen, gar keine Frage. Aber erstmal haben wir noch gelebt. So sieht es aus. Und ihr dann dort in Deutschland, meistens auch in der Großstadt oder. Da geht als erstes rund mit den 15-Minuten-Städten. Mit, jetzt sollen die Singles ja nur noch 40 Quadratmeter bewohnbar haben. So, und wisst ihr, ich versuche mal euch so einige Links drunter zu setzen. Da ist unser Häuschen, Schatz. Dann könnt ihr, so, und guck mal, und da hinten, da wo der Wohnwagen steht und das Wohnmobil, da leben wir. Da leben wir. Guck mal, hier hat der Hirte, der Soban, so nennen die hier, wieder angebaut. So, und hier ist ein Goldberg, hier haben die früher Gold rausgeholt.
Ich meine dort auch, dort, weil da unten haben wir ein paar Schienen gefunden, ein paar Eisenschienen. Buddeln darf man hier nicht, aber hier soll noch viel Gold sein, angeblich. Und hier gibt es auch so ein Museum, nicht weit von hier, da ist ein Brat. Und da sind auch so Nuggets und so ausgestellt. So, und ich möchte nicht wissen, was hier alles durch den Bach gespült wurde. Und noch drin liegt. So. Ja, das alles nur mal so, um euch auch mal ein bisschen zum Denken anzuregen. Vielleicht auch mal, dass der eine oder andere von euch mal mehr Mut kriegt und mit uns Kontakt aufnimmt. So, kann nicht euer Nachteil sein, kann eigentlich nur ein Vorteil sein, weil alles, was ihr bis jetzt dort erlebt, ist euer Nachteil. Was war denn euer Vorteil? Nix. Nix. Jetzt kommt im Januar das große Finanzamt und das war's für euch. So, gibt es das europäische Finanzamt. Yeah! Alle werden dann richtig schön wie Sklaven behandelt. Dann werden die als nächstes hingehen und werden sagen, ja, durch den Krieg und die Pandemie, dadurch haben wir so viel Geld rausgeschmissen, wir müssen euer Hab und Gut haben. Dann kommt der Lastenausgleich, dann kommt die Zwangsentrechnung. So, und dann? Was dann? Und ihr habt einen Zweitjob gehabt und einen Drittjob gehabt, habt euch kaputt gemacht. Und dann für nichts, für gar nichts. So könnt ihr die Zeit aber noch gut investieren, wenn ihr hier seid und könnt hier selber anbauen, könnt euch in vielen Sachen selbst versorgen und könnt wenigstens noch leben. Also da würde ich mir mal Gedanken drüber machen an eurer Stelle. Hier, hier hinten, da, da gibt es Weinbergschnecken ohne Ende. Ohne Ende Weinbergschnecken. So, und guck mal, siehst du, Schatz, hier ist auch noch so ein Eisending. Ja. Guck mal, das sieht aus wie so eine alte Zugschiene. Ja klar. So, siehst du, Schatz, und jetzt komme ich auch dahin. Pass mal auf. Ja. Die geht hier rüber. Ja. Da ist der Goldberg. Ja. Da ist der Eingang, den sie verschüttet haben. Mhm. Und wenn du jetzt hierher gehst, dann geht der da genau her, wo wir den gefunden haben. Mhm. Und an unser Grundstück vorbei, nämlich in dem anderen Berg. Guck mal, die Kuh, die guckt. Nee, jetzt dreht sich um. So, guck mal, ihr könnt euch auch hier eine Kuh halten. Ja, das Gute ist, auch wenn du wirklich noch Kinder hast, die in so einem Alter sind. Die können in Natur spielen. Die rennen hier im Wald rum. Hör mal, und hier passiert nichts. Hier gibt es nichts. Vergewaltigung, Abstecherei und so eine Scheiße. Da gibt's hier nicht. Da kommst du hier gar nicht mehr raus aus dem Dorf. Die würden hier gelünscht werden. Das ging ganz flott. Ja, da kommst du hier gar nicht mehr raus. Bis du hier in der nächsten Stadt bist, vergehen 40 Minuten. So. Dazwischen liegen aber 5 oder 6 Dörfer. So, du kommst gar nicht mehr bis in das nächste Dorf rein. So, hier kommt immer ein kleiner Junge, der melkt immer die Kuh, der ist glaube ich so 10 oder 11. Der melkt immer die Kuh jeden Abend. Der ist hier im Dunkeln, der Junge. Der marschiert hier, wo ich jetzt hier reinmarschiere, das ist der Weg zu uns. Guck mal, da geht's raus. Da fahren wir, da steht unser Auto. Und da fahren wir immer raus zum Einkaufen oder wenn wir in die Stadt wollen. Und hier gehen wir jetzt zu uns rüber. So. Und der kleine Junge geht hier im Dunkeln spazieren. Ganz alleine und hat ja gar keine Angst. Da passiert auch nichts. Was soll da passieren? Mein Gott, der würde hier einmal rufen. Dann würden die hier alle aus ihre Häuser gestürmt kommen. So einfach ist das. So. Und das sind so Sachen, da hat die Andrea vollkommen recht. Das solltet ihr euch mal überlegen, für Kinder könnt ihr hier noch richtig gut leben. Noch richtig gut leben. Guck mal, wir haben hier einen sehr guten Bekannten, der ist mit 11 Kinder hier runtergekommen. Mit 11 Kinder. So. Also das sagt das schon alles, oder? Das sagt das schon alles. Also ich meine, jeder Vater, jede Mutter hat ja Verantwortung ohne Ende. Und wenn die hier schon mit 11 Kinder runterkommen und Deutschland rückend gern, ne? Ja, das sagt einem doch alles. Also besser geht's doch gar nicht. Besser geht's doch gar nicht. Guck mal, da siehst du auch den Baum, den ich abgeschnitten habe. Den muss ich weiterschneiden gleich. So. Weil sonst knallt der uns nämlich aufs Dach. Der ist innen drin nämlich hohl. Der Was liegt da hin? Ist das ein Ast? Und hier auch. Schatz. Da hinten? Ja. Ich gehe mal da gucken, Andrea. Ja, die Katze ist. Dann kriege ich aber Hörner. Dann kriege ich aber Hörner, wenn das unsere Katze ist.
Dann kriege ich aber richtige Hörner. So, und ihr seht, hier liegen alles Walnüsse. So, hier. Nee, ich glaube, das ist ein Ast. Ne? Von diesem Walnussbaum hier. Guck mal, wie viele. Ohne Ende. Naja, ist ein Ast, glaube ich. Ja, warte mal, jetzt gehe ich aber gucken, weil ich erkenne es nicht so richtig, Schatz. So. Muss mal eben gucken. Nee, nee, ist ein Stein. Okay. So, und wenn ihr jetzt mal guckt, so, da ist der Baum, das ist unsere Scheune. Hier ist noch viel zu tun, da bauen wir ein Badezimmer an. Hier ist noch viel zu tun. Und da hat meine Frau schon recht, wenn sie sagt, hör mal, pass auf, hier ist für Kinder gut. Hier. Ist ja auch so. Guck mal, die Kinder fahren hier mit so Quads durch die Gegend, mit Cross-Motorräder und so weiter. Fahren die hier, die machen auch so Rennen im Wald und außerhalb vom Wald. Und da gibt es auch so Schluchten, wo die das machen. So, da wollten wir euch nur mal erklärt haben. Macht euch mal endlich Gedanken und seht mal zu, dass ihr die richtige Entscheidung trefft. So, da haben wir auch noch ein schönes Schildchen dran. Und Renate, hiermit schöne Grüße und danke für deine tollen Videos, die du immer rüberschickst. So, warte mal, Schatz, ich gehe darüber. So, das Tor bin ich auch am Neumachen. Ihr seht, hier mache ich eine Parkbucht hin. So, nur jetzt bin ich Holz am Machen, weil der Winter kommt. Und wir müssen ja auch einen warmen Hintern kriegen und vor allen Dingen ein schönes warmes Essen immer. Ohne genmanipulierte Scheiße. Ne? Nichts gespritzt. Alles Natur pur. So, also, macht euch Gedanken. Meldet euch. Andrea, wolltest du noch was sagen? Ich wünsche euch alles Gute, ich wünsche euch alles Beste und ich würde mir mal Gedanken machen. Ja, also Leute, bis dann. Ciao, ciao.